Du bist einfach 24 Stunden, bist du Mama und du hast eigentlich immer nur diese eine Aufgabe. Ich war 13 Monate in Elternzeit und begonnen hat das Ganze, als wir beide jeweils ein Kind bekommen haben und dann nur noch Teilzeit arbeiten wollten. Deswegen hatte ich einfach das Gefühl, ich brauche jetzt was anderes, ich muss wieder arbeiten. Ich habe auch dann gleich direkt den Wunsch geäußert bei meinem Geschäftsführer, dass ich wieder zurückkommen möchte. Ich war zu dem Zeitpunkt noch ein absoluter Sonderfall, habe aber dann eine tolle Wiedereinstiegsmöglichkeit bekommen. Meine zweite Elternzeit steht bevor. Ich freue mich natürlich wahnsinnig drauf. Klar, meine Planung ist eigentlich so wie beim ersten Mal. Ich möchte auch nach der zweiten Elternzeit unbedingt wieder zurückkommen. Also was uns hilft, um gemeinsam gut in dem Jobsharing-Modell zu funktionieren, das ist ein großes Vertrauen ineinander vor allen Dingen. Und wir hatten natürlich in den vorigen Funktionen, also vor der Babypause, natürlich auch schon sehr eng und sehr gut zusammengearbeitet. Also ich habe mich definitiv weiterentwickelt und auch verändert, seit ich Mama bin. Mütter bringen nochmal einen ganz anderen Spirit in Unternehmen rein, weil sie viele Dinge vielleicht auch ein bisschen objektiver sehen. Ich glaube, man kann als Mutter zeigen, dass man ganz, ganz viel unter einen Hut bringen kann. Ich mache den einen oder anderen Termin einfach von zu Hause aus und es funktioniert super, da sind die Stöpsel im Ohr. Nebenher kann ich dann trotzdem mit dem Kleinen irgendwie noch durch die Wohnung mit dem Fußball kicken oder auch das Kinderzimmer aufräumen. Und wie gesagt, wir Frauen sind ja multitaskingfähig, also von dem her kein Problem. Und da bin ich manchmal wirklich, bin ich echt meinem Kind dankbar, dass er eigentlich einen besseren Menschen aus mir gemacht hat. Und am Ende kann ich eigentlich nur jedem raten auch, dass man den Mut haben soll, trotzdem zurückzukommen. Ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch. Das muss jeder für sich quasi seinen Weg finden. Für mich war immer klar, ich liebe meinen Beruf, ich liebe das Mama-Sein. Um beides zu kombinieren, was kann es Besseres geben?